Alter Falter, ey. Das zieht sich ja echt unmöglich. Spielen wir schon über eine Stunde und sind gerade mal im Mai. Und es bringt einfach so gar nichts. bei YouTube ist in einer Minute. ja, aber das ist einfach entspannter. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch so ein bisschen mit teilzuhaben. Aktiv, direkt. Und mir ist nicht so langweilig. Ich mache eine große Datei. Ich habe auch kein Problem. Ich habe ein NAS mit 18 Terabyte Festplattenspeicher. Die wird nicht so schnell voll. Ja, die Watchtime der Command funktioniert noch nicht so ganz. Werde ich aber auch noch vollends richten. So. Jetzt muss ich mir mal kurz den Karsten aufschreiben. Also wie gesagt, Watchtime funktioniert gerade nicht. Gut. Muss aber gleich mal kurz noch schauen, weil die Musik sich zu sehr wiederholt. So, wo hab ich's denn? Da ist nicht mit drin. Ey, ihr habt so viele Lieder da drin. Du willst mir doch jetzt echt nicht weismachen, dass das hier alles ist. So. Machen wir kurz einen Save. Und dann machen wir gerade weiter. So, meine Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Aufgestanden aus Ruinen mit mir, dem Tobi. Wir wollen hier die DDR wieder auferleben lassen. Wir sind hier gerade live auf Twitch. Ich habe ein paar Zuschauer im Chat da, unter anderem Notrihard, Maro, Ektoman dürfte auch noch da sein, denke ich mir. Einfach aus dem Grund, weil es einfach angenehmer ist, noch gleich mit ein paar Leuten basteln zu können. Wenn ihr das nicht mehr verpassen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Twitch-Kanal, da dürft ihr gerne mit reinkommen. Und jetzt wollen wir doch einfach gleich mal anfangen mit den entsprechenden Fragen aus dem Chat zum Beispiel oder der Anregung, dass man mit ein bisschen Geld die Terrorgruppen unterstützen könnte, die vielleicht ihr Rating senken mit Aufständen oder so. Dementsprechend können wir das ja gleich mal machen. In der letzten Folge haben wir jetzt einfach mal angefangen hier eine Affäre zu beginnen mit dem Chef der Liga der innovativen Demokraten, Herrn Carsten Wackenhoef. Du kannst das stolz sein. Von... So, beenden wir doch gleich mal das Gespräch hier noch. Und dann gehen wir doch gleich mal in die Finanzierung rein. Splittergruppen. Wir haben aktuell die Summe 1,39 Millionen zur Verfügung. 390.000, um genau zu sein, können wir verwenden. Machen wir mal 50.000, das ist eine ordentliche Summe. Hast du das jetzt übernommen? Naja, vielleicht ist es ein Roleplay-Game. Nein, danke. Ah gut, doch ein wenig Anstand. Man ich würde dachte, mich schon verdursten lassen. Oh, ich bin ganz echte Petede. Ich finde ihren Ton... Ja, dann Pech, tschüss.
Ey, Bauland. Warum nicht eine Partie Whist, solange sie da sind? Sie glauben doch nicht wirklich, mich mit ihren Gut, und tschüss. In der letzten Folge habe ich schon angekündigt, dass ich jetzt in dieser Folge drüber reden möchte, was ich mir wünschen würde für den 2020er Teil. Natürlich ganz oben fix die ganzen bescheidenen Bugs. Es kann nicht sein, dass man einen Spielstand, gerade wenn man doch relativ viel Krieg führt, nach 10, 12 Stunden beenden muss, weil einfach zu verbuggt ist. Nur weil sie die Opposition bilden, müssen sie noch lange nicht die Einflussbereiche dieses Landes verachten. Ganz im Gegenteil. Treffen sie sich mit Leuten, machen sie Versprechungen. Ja, das meint doch schon alles. Okay, also unsere Partei ist schon nicht so ganz zufrieden mit uns. Schauen wir mal hier rein. Popularität, das ist klar. Gesundheit ist auch okay. Das interessiert mich jetzt mal. Einreise, Kultur und Familie kam jetzt nicht so gut an. Abtreibung, Außenpolitik, Kaufkraft schon. Ja. Schlecht. Ja, die Bugs müssen gefixt werden. Wenn man eine Liste anfertigen würde, wir wären in einigen Wochen noch nicht fertig. Rom läuft bugfrei. Nee, das kann man so nicht sagen. Rom ist kurz vorm Ende. Maro. Dadurch, dass Malte jetzt keine, ja, entsprechende Schulen mehr bauen kann, wird es in spätestens in-game 2-3 Jahren vorbei sein, weil einfach die Unzufriedenheit dann extrem hochgehen wird. Die Grundbesitzsteuer soll gesenkt werden. Das wird sehr gut ankommen. Nicht? Von 10 auf 0 in 10 Sekunden droppen ist auch geil, ja. Maru meint jetzt gerade auch, nee, was? Ja, also der Spielstand, der ist komplett verpackt. Militär ging lange Zeit. Also der Schulenbug ist auch uns neu. Und dementsprechend, ja, relativ bescheiden. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ja, Gewerkschaft bringt mir da nichts. Behinderte Immobilienbesitzer wäre schön. Muss ich gerade mal schauen. Vielleicht ihr? Keine Ahnung. Nee, natürlich nicht. Egal. Was soll's. Ja, die Bugs müssen halt gefixt werden. Es gibt die Militärbugs, massiv viele. Weltraumbugs gibt's, dann das mit den Schulen, was jetzt echt relativ neu ist. Diese skandalöse Gesetzgebung ist vom Parlament. Wieso? Ich hab doch das. Ich hab's doch kritisiert, dachte ich. Ja, hier. Bitteschön, machen wir doch schon. Dann Indien aufgrund von Bugs sind ja, ist ja beendet worden. Großbritannien musste beendet werden. Es ist einfach, ja, die Bugs ruinieren den Spielspaß. Dann natürlich, was interessant wäre, aber ich wüsste nicht, wie man es umsetzen soll, da das Spiel ja jetzt schon massiv komplex ist, wäre ein Multiplayer. Problem ist nur, ja, das Spiel hat jetzt schon massive Probleme, überhaupt gescheit berechnet zu werden, ohne Bugs zu funktionieren. Die Engine ist noch gar nicht dafür ausgelegt. Das ist einfach nicht möglich. Wenn ein Multiplayer reinkommen sollte, bräuchten sie massive Serverkapazitäten, müssten eigentlich auch ziemlich viele Berechnungen auslagern auf den Server selber, damit das Spiel möglichst flüssig abgehen kann. Aber die Synchronisation ist halt dann auch so massiv rechenintensiv, wo dann da im Hintergrund vonstatten gehen muss. Dementsprechend, ja, glaube ich nicht, dass da so schnell ein Multiplayer kommen wird, weil sie ja das Spiel an sich selbst noch gar nicht bugfrei hinbekommen.
Jetzt der Coronavirus-Modus wird interessant, die interne Polizeirevision auch. Das ist eigentlich ganz positiv, wenn Straftaten seitens der Polizei auch verfolgt werden. Wäre echt auch mal nicht schlecht, dass nicht nur ein 2% der Anzeigen gegen Polizisten führt überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung. Ist jetzt auch nicht so berauschend. Muss man auch einfach mal sagen. Okay, Grundbesitzsteuer geht wahrscheinlich durch. Ja, denke ich mir. Uns hat es nichts gebracht. Dementsprechend, ja. Ja, es gibt in jedem Spiel Bugs, natürlich. Definitiv. Aber wenn man jetzt seit Jahren immer DLCs rausbringt, wo es schon zwar Bugfixes gibt, aber die ganzen anderen Bugs nicht behoben werden, und man trotzdem bei bereits bestehenden Kunden 20 bis 30 Euro abknüpft, finde ich selber ein bisschen arg kritisch. Ist meine persönliche Meinung. Muss nicht die Meinung von Malte und Mo sein. Ich bin hier nur der Twitch-Streamer und der jetzt gerade ein paar YouTube-Folgen macht. Ja. Ist schwierig, um es mal wirklich neutral zu sagen. Jetzt habe ich natürlich nicht auf die Aufnahmezeit auf meinen Timer geklickt gehabt. Bedeutet wahrscheinlich noch so 5 bis 8 Minuten haben wir Zeit bei der Folge. Und Nico postet wieder rein mit Jet. ja. Multiplayer wäre halt schon cool, weil dann könnte man auch mal ein paar Turniere hier auf dem Kanal machen. Was weiß ich, innerhalb Zeit X muss das und das erfüllt werden. Das ist sehr gut. Das ist aber wirklich sehr gut. Da können wir mal gucken, ob wir die Autofahrer kriegen. Einmal hier. Also ich persönlich finde das gut. Was für Turniere? Power and Revolution. Das wäre sowas, was man, was ich echt gern machen würde. Aber es einfach nicht möglich ist aktuell. Pummelparty, ja, habe ich schon ein paar Streams gesehen. jetzt habe ich wahrscheinlich wieder die Autofahrer übersehen. So, jetzt muss ich noch mal kurz mich drauf konzentrieren. Eisenbahnangestellten, ich schmecke halt, Energie ist auch egal. Gehaltsempfänger, Arbeiter, Hochtiefer, Solidarität, Industrie, Jäger, Schutz, Konsum, Landarbeiter. Demokraten, Schülergewerkschaft gibt's gar nicht. Ja, aber auch in der Presse. Okay, also Nico hat seinen Spaß angetrunken mit viel Milch. Hashtag Milch ist Gift. Spiele zu spielen. Ihr Vorschlag? Ja, mal schauen. Ich habe sie zweimal übersehen, ernsthaft. Kleine Nummer rein. Nochmal. Berufsfahrer. Republikaner, Sozialdemokraten, Ökologen, Demokraten. Wahrscheinlich irgendein Verein wird es sein. Über den Behinderten. Ah. Danke dir. Was? Okay. Also in echt wären die jetzt auf die Straße gegangen, hätten Autokursus gemacht. Sie Dieselproteste und was weiß ich was. Oh je. Da war aber auch was hier los in Stuttgart. Naja.
Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Die Zeit lassen wir mal noch ein bisschen im Hintergrund weiterlaufen, während ich jetzt abmoderiere. Ich hoffe, es war okay für euch. Es ist leider immer noch nicht viel passiert. Wir tümpeln immer noch bei 39% rum. Sind es am 10. Juni 2019 angelangt. Ich denke mal, das reicht jetzt auch erstmal fürs Erste. Die Gisela Kadenga, die unsere Kanzlerin, die hat jetzt hier noch eine Bildung. Oho. Ja gut, dann dämmer sie doch einfach mal noch zu einem bestimmten Thema kritisieren im Fernsehen. Das machen wir noch in der Folge. Bringt uns was, bringt uns was, bringt uns was? Ich glaube eher weniger. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Gerne dürft ihr auch auf nicht begründete Kritik. Hat uns sogar geschadet. Ach Gott, das gibt's auch nicht. Naja. Mit diesem Spielstand speichern verabschiede ich mich jetzt wirklich aus der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ich war der Tobi. Auf Wiedersehen und tschüss.